Und seid damit wieder ganz, ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Silent Hunter 3, kennen Sie die Ratten. Ja, wir haben in der letzten Folge gut Tonnage gemacht. Wir hatten auch Glück gehabt, dass wir da mal ein Schlachtschiff versenkt haben. Und seit langer Zeit mal wieder. Und mal gucken, ob wir diesen Erfolg wiederholen können. Da bin ich jetzt mal selber gespannt. Ich kann es aber nicht versprechen, ob wir auf dem Schlachtschiff treffen werden oder auf dem großen Konvoi. Hier T3. Siebter November sind wir eingelaufen. Heißt also, heißt, dass wir jetzt praktisch 7. November haben wir jetzt. Aber wir haben ja 2 Wochen Fronturlaub gehabt. Müssten wir jetzt am 21. November jetzt sein. Guti! Praktisch haben wir jetzt alles soweit strukturiert. Medaillenbeförderung gibt es nicht mehr, Qualifikation gibt es auch nicht mehr. Ihr seid alle hoch dekoriert. Nö, ach, die Feindfahrten. Der hat S12 hinter sich. Alle von Anfang an dabei hier. Moral ist bei allen ganz gut. Juli, dann werden wir mal anfangen. Wir müssen BF-19 wieder patrouillieren. Na dann mal los. Let's go. Goodie. Nicht möglich, ich habe ja nichts gemacht. Radarantenne ist wieder zerstört, Radar ist zerstört. Jawohl, Herr Kaloin, ein Drittel Fahrt voraus. Ich
Lass uns erstmal das Boot hier rausführen. November. Gudi. Und draußen sind wir aber. Schiff gesichtet! Ah, ist ein Trawler. Jawohl, Herr Kaloin! Trotzdem tauchen wir mal ab. Der braucht uns nicht sehen. Deckgeschütz haben wir nicht mehr, sonst hätte ich die mit Deckgeschütz bejagt. Okay, Moment, ich höre schon wieder, dass mein Wuschel noch umkommt. Oho, da bin ich wieder. Der wollte nur schnell was noch zu trinken. Ich habe nur schnell ein bisschen Leckerli. Den kleinen Racker. So, du kommst mal hier hin. Gut, aktuell sieht die Lage bei uns so aus. Wie gesagt, Frankreich ist verloren. Wir haben jetzt praktisch nur diese Häfen jetzt hier zur Verfügung. Und mal gucken, wie die Lage jetzt sein wird, ob wir wieder auf mehr Kriegsschiffe stoßen, weil momentan fahren ja vermehrt hier auch wiederum mehr Kriegsschiffe rum. Ich bin überlegen, ob ich die links liegen lasse und dann wieder auf dem Geleitzug operiere. Wenn wir die Feindfahrt überstehen, sind wir ja schon im Dezember. Dann sind wir ja schon im Dezember. Dann dauert es ja nicht mehr lange.
So, komm jetzt wieder nach oben. Die Ostküste, hier ist die Südküste, Westküste und ja, das ist die Nord hier oben. Wunsches. Schiff schnell, mittelschnell. Scheint ein Flottenverband zu sein jetzt hier. Rohr 1, los! Rohr 2, los! Rohr 4, los! Rohr 5, los! Rohr 6, los! Jawohl, Herr Kaloin, kleine Fahrt voraus. Jawohl, Herr Kaloin. Neue Tiefe 5,2 Meter. So, meine Lieben. Zwei Schlachtschiffe. Auf den ersten haben wir drei Torpedos abgefeuert, auf den zweiten haben wir drei Torpedos abgefeuert. Oi.
Derzeitige Tiefe 2-0. Erste Pott. Derzeitige Tiefe 3-0. Sag das bitte, Pott. Auf die Biene haben wir gefeuert. Rohr 1 feuerbereit, Herr Kaloin. Wir bleiben jetzt mal hier bei den Schlachtschiffen und gucken mal. Wäre schön, wenn dass die Torpedos so sitzen, dass sie gleich versenkt sind. Derzeitige Tiefe 4-0. Oh, da kommen sie. Da kommen sie. Da kommen sie. Torpedotreffer! Torpedotreffer! Derzeitige Tiefe 5-0. Kleine Fahrt voraus. Wasserbomben.
Wir haben kritische Tiefe erreicht, Herr Kaloin. Neue Tiefe. 1, 3, 6 Meter. Rohr 1, los! Rohr 2, los! Rohr 3, los! Wahnsinnige Fahrt voraus. Neue 1, 3, 2 Meter. Neue Tiefe 1, 2, 6 Meter. Derzeitige Tiefe 4-0. Kleine Fahrt voraus. Schleichfahrt. Täuschkörper aussetzen. Derzeitige Tiefe 9-0. Derzeitige Tiefe 1-0-0. Ruder 2-4 Grad Backbord. Derzeitige Tiefe 1-1-0. Derzeitige Tiefe 1-2-0. Ruder 0 Grad Backbord. Torpedotreffer! Torpedotreffer! Kontakt, Kriegsschiff, kommt näher auf 201. Ruder 3-5, Grad Steuerbord. Jawohl, Herr Kaloin, neue Tiefe 1-4-8 Meter. Kontakt, Kriegsschiff, entfernt sich auf 8, geringe Entfernung. Jawohl, Herr Kaloin, Ruder 3-5, Grad Backbord. Derzeitige Tiefe 1-3-0. Kontakt, Kriegsschiff, kommt näher auf
Kaloin 4, mittlere Entfernung. Jawohl, Herr Kaloin, alle Maschinen stopp! Eine Fahrt voraus. Der Ortung, Herr Kaloin. Rohr 1, los! Jawohl, Herr Kaloin. Neue Tiefe 1,3 Meter. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 3,5 Grad Steuerbord. Torpedotreffer! Derzeitige Tiefe 2,0. Torpedotreffer! Derzeitige Tiefe 3,0. Wasserbomben. Der Feind hat uns in der Ortung, Herr Kaloin.
Ruder 0, Grad Backbord. Derzeitige Tiefe 4-0. Rohr 1 feuerbereit, Herr Kaloin. Derzeitige Tiefe 5-0. Schleichfahrt. Derzeitige Tiefe 6-0. Wir haben kritische Tiefe erreicht, Herr Kaloin.
Sitze ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Die steht da hinten neben mir noch rum. Ganz vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig.
2. Los! Rohr 4. Los! Torpedotreffer! Jawohl, Herr Kaloyn. Wahnsinnige Fahrt voraus. Alter Schwede! Oi. Jetzt machen wir, dass wir hier nichts wie wegkommen, ey. Derzeitige Tiefe 2-0. Jetzt müssen wir mal. Derzeitige Tiefe 3-0. Derzeitige Tiefe 4-0. Derzeitige Tiefe 5-0. Derzeitige Tiefe 6-0. Derzeitige Tiefe 7-0. Derzeitige Tiefe 8-0. Derzeitige Tiefe 9-0. Derzeitige Tiefe 1-0-0. Jawohl, Herr Kaloyn. Wahnsinnige Fahrt voraus. Rohr 1, los! Rohr 2, los! Rohr 3, los! Jawohl, Herr Kaloyn, kleine Fahrt voraus. Neue Tiefe 117 Meter. Verdammt. Oi.
Alter Schwede. Was für ein Kampf. Also ich glaube, mit einem 7er U-Boot hätten wir keine Chance gehabt, glaube ich. Ich überlege schon, ob ich jetzt die Folge jetzt hier beenden sollte oder nicht. Was meint ihr? 2, 4, 6 Torpedos haben wir noch. Uiuiuiui. Ah ja, das kommt. Rohr 1, los! Rohr 2, los! Torpedotreffer! Einer ist ja nicht gelaufen, wa? Ja. Torpedo hat Ziel verfehlt, Herr Kaloin. Rohr 3, los! Rohr 4, los! So Leute, wisst ihr was, wir tauchen auf und die beenden jetzt die Folge. Jawohl, Herr Kaloin. Jawohl, Herr Kaloin. So, Patrouille fortsetzen. Diesmal mal bloß versenkt. 3 alliierte Einheiten. Dafür aber 65.375 brutto Registertonnen versenkt. Und zurück zur Basis. So, wir haben diesmal keine Handelsschiffe versenkt, dafür aber 3 Kriegsschiffe im Wert von 65.375 Tonnen. Darunter waren gewesen 2 Schlachtschiffe und 1 Zerstörer. So, macht was ihr wollt, aber ich beende jetzt diese Folge jetzt hier. Ui. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Silent Hunter 3 wieder, ne? Also, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend und tschüss, reingehauen.